Hallo zusammen. Heute widmen wir uns dem Thema Akkordlohn. Der Akkordlohn ist eine Lohnart. Es gibt verschiedene Lohnarten. Es gibt Zeitlöhne wie einen Stundenlohn oder einen Monatslohn. Und es gibt leistungsabhängige Entgeltdifferenzierung wie einen Akkordlohn oder einen Programmlohn oder einen Prämienlohn. Beim Akkordlohn erfolgt die Entlohnung direkt proportional zur geleisteten Menge. Der Vorteil ist, mit der Menge bestimme ich meinen Lohn. Damit habe ich als Mitarbeiter einen Leistungsanreiz. Als Unternehmer habe ich kein Unternehmensrisiko für die Minderleistung eines Mitarbeiters. Weiterhin habe ich konstante Lohnstückkosten, weil der Mitarbeiter ja pro Stück einen bestimmten Lohn bekommt. Nachteile: Ich muss jeden Monat feststellen, wie viel Stück der Mitarbeiter produziert hat. Das führt zu einer aufwendigeren Lohnabrechnung. Auch kann es passieren, dass der Mensch sich selbst ausnutzt und versucht, möglichst viel zu produzieren und sich dabei gesundheitlich kaputt macht. Das Gleiche kann mit der Maschine und dem Material passieren. Es kann passieren, dass der Mitarbeiter die Maschine so benutzt, dass sie heiß läuft und immer im oberen Drehzahlbereich läuft und so nicht eine so lange Lebenszeit hat, wie man davon ausgegangen wäre. Auch beim Material kann es zu einem höheren Materialverschleiß oder Einsatz führen. Was sind die Voraussetzungen für den Akkordlohn? Die Voraussetzungen sind zum einen die Akkordfähigkeit, das heißt, es muss sich um messbare und wiederholungsfähige Tätigkeiten handeln. Weiterhin sollte eine Akkordreife vorliegen, das heißt, der Mitarbeiter ist eingearbeitet und die Arbeitsabläufe optimiert und die Arbeit funktioniert störungsfrei. Weiterhin muss der Arbeiter die Ausbringungsmenge beeinflussen können. Das sowohl zeitlich als auch quantitativ. Ist ein Takt vorgegeben, kann er das natürlich nicht. Er muss dann sich an den Takt halten und kann nicht mehr oder weniger produzieren. Die Formeln zum Akkordlohn sind gegeben mit Akkordlohn pro Stunde ist gleich der Akkordrichtsatz mal dem Zeitgradfaktor. Der Zeitgradfaktor setzt sich wiederum aus dem Zeitgrad geteilt durch 100 zusammen. Der Akkordrichtsatz pro Stunde ist gleich dem Akkordgrundlohn plus dem Akkordzuschlag. Der Akkordzuschlag wird meistens in Prozent angegeben. Der Minutenfaktor ist gleich dem Akkordrichtsatz geteilt durch 60. Es wird dann noch unterschieden in den Geldakkord und in den Zeitakkord. Der Geldakkord, hier spricht man vom Stückgeld, das wird berechnet aus dem Akkordrichtsatz geteilt durch die Normalleistung und dem Bruttolohn, der errechnet sich aus der Leistungsmenge mal dem Stückgeld. Für Stückgeld wird hin und wieder auch der Begriff Akkordsatz verwendet. Beim Zeitakkord habe ich eine Vorgabezeit und die berechnet sich aus 60 geteilt durch die Normalleistung. Und der Bruttolohn ist gleich dem Minutenfaktor mal der Vorgabezeit mal der Stückzahl.